Herzlich willkommen zur Eröffnung des 35. Hökerfestes. Ich freue mich sehr, dass Sie schon so zahlreich erschienen sind und freue mich sehr, dass das Wetter hier auch entsprechend mitspielt. Mir ist es natürlich traditionsgemäß, wenn Sie so wollen, eine große Ehre, zur Eröffnung des Hökerfestes zwei Majestäten begrüßen zu dürfen. Und heißen Sie mit mir herzlich willkommen die deutsche Hopfenkönigin oder Hallertauer Hopfenkönigin, Frau Nicole Franke. Ein ebenso herzliches Willkommen, und es ehrt uns jedes Jahr wieder, dass auch die deutsche Weinkönigin hier nach Herford kommt. Herzlich willkommen der deutschen Weinkönigin Malis Dumski. Ich hatte es erwähnt, dass das 35. Hökerfest ist, und daran mögen Sie schon erkennen, welche große Tradition dieses Fest hat. Und ich denke, wir Herforder können stolz darauf sein, dass wir eine der ersten Kommunen waren in den 70er Jahren, die überhaupt ein solches Innenstadtfest gefeiert haben. Damals gab es noch nicht viele Städte, mittlerweile ist das anders. Auch andere Städte feiern Innenstadtfeste, aber dennoch finde ich, hat das Hökerfest an Reiz nichts verloren. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir der Tradition treu geblieben sind, nämlich, dass dies ein Fest von Bürgern für Bürger ist. Es geht nicht nur darum, professionelles Programm anzubieten, es geht auch darum, unsere Vereine, unsere Bürgerinnen und Bürger in das Programm mit einzubeziehen. Ich denke, das macht das bunte Programm auch sehr deutlich, was wir an allen Tagen wieder zu bieten haben. 26 Bands spielen insgesamt, 43 Gastronomen haben wir, davon 10 Winzer, aber auch jeden Tag spezielle Programmpunkte für Kinder, für Sportvereine, also für sportlich Interessierte, für Trödelmarkt-Fans, für alle ist gesorgt, und ich denke, jeder kommt auf seine Kosten, und wer nicht kommt, der macht einen großen Fehler. Und dass das Ganze, und das hat die Wettervorhersage ergeben, noch von tollem Wetter begleitet sein wird, macht das Ganze natürlich noch umso schöner. Ich freue mich auch sehr, dass im Verbund mit den Bürgerinnen und Bürgern einmal mehr deutlich wird, dass wir in unserer Stadt ein weites Spektrum an ehrenamtlichem Engagement haben, das eben sich hier auch einbringt und dass die Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements deutlich werden lässt. Und das ist auch ein Hintergrund dafür, dass dieses Fest nämlich generationsübergreifend wahrgenommen wird. Wenn ich eben gesagt habe, es ging in den 70er Jahren los, war ich selbst auch noch jung. Wenn wir jetzt mal die entsprechenden 30 Jahre weitergehen, gehört man schon zu den Älteren mit des Festes, und man trifft die jüngere Generation nachwachsend auch auf diesem Fest vor. Und es gibt ja durchaus Veranstaltungen, wo das nicht der Fall ist, aber beim Hökerfest ist das so. Und wir Herforder haben hier immer die Chance, Menschen zu treffen, die man meist nur einmal im Jahr sieht, nämlich beim Hökerfest. Und deswegen ist das auch ein Ort der Kommunikation, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch in diesem Jahr so sein wird. Vielen Dank für die netten Worte. Ein solches Fest kann natürlich nur gelingen, wenn es auch eine ganze Reihe von Sponsoren gibt, wenn es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die es auch unterstützen. Und deswegen möchte ich es nicht versäumen. Ich habe mir extra einen Zettel gemacht, damit ich niemanden vergesse, den Sponsoren ein herzliches Dankeschön zu sagen. Einmal mehr unserer Herforder Brauerei und auch ein Dankeschön in Richtung Stadtverkehr Herford. Wir haben, ich glaube, das ist ja erstmals einen besonderen Service, indem wir nämlich kostenloses Fahrradparken im Keller des Herforder Rathauses anbieten. Wer also in den nächsten Tagen mit dem Fahrrad kommt, dann ganz gezielt das Fahrrad dort abstellen. Ich denke, auch ein Service, der längst überfällig ist. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Und die Veranstaltung ist eine Veranstaltung des Verkehrsvereins, aber die Durchführung obliegt der Frau Herford. Deswegen auch der Frau Herford ein herzliches Dankeschön. Und die offizielle Eröffnung machen wir hier wie immer mit dem Fachanstieg, und da wollen wir uns jetzt umgeben. Ich erkläre hiermit zusammen mit den Majestäten das 35. Hökerfest offiziell für eröffnet.
Filmst du oder hast du fotografiert? Heute muss er sein. Heute kann ich mal ein Studio aufnehmen.